Hat euch das Video gefallen oder ihr wollt mehr solche Videos sehen, dann gebt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Wenn ihr auch solche Themen habt, dann einfach unten in die Kommentare schreiben und ich werde dann versuchen, das in einem Video mal anzusprechen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ja Leute, heute mal ein etwas anderes Video und zwar hat mir vor kurzer Zeit, also circa 1 bis 2 Wochen, jemand auf Facebook geschrieben und er hat mir eine Frage gestellt. Ich lasse den Namen einfach mal weg, weil das ist eigentlich uninteressant und zwar schreibt er mir: Jo Blacky, du bist doch schon etwas älter und hast bestimmt auch etwas mehr Erfahrung. Ich wohne seit circa 2 Wochen mit meiner Freundin zusammen in einer gemeinsamen Wohnung. Ich habe aber das Gefühl, dass seitdem unser Sex schlechter bzw. langweiliger wird. War das bei dir auch so der Fall oder ist das nur bei uns so? Gruß. Ich dachte mir einfach, komm, ich nenne dieses Thema mal und mache ein Video, weil es bestimmt genug Leute da draußen gibt, die genau die gleichen Probleme haben bzw. sich nicht getrauen, irgendjemand dazu anzusprechen bzw. zu fragen. Und ja, da ich mit solchen Themen relativ offen umgehe, dachte ich mir einfach, komm, haust du mal ein Video dazu raus. Vorab muss ich sagen, ich hoffe, dass meine Freundin das Video nicht sieht, die wird mich wahrscheinlich lynchen, aber ist auch egal. Wir hatten auf jeden Fall auch mal das Problem, also bloß, dass du erstmal Bescheid weißt, du bist definitiv nicht der Einzige und ich wette mit euch, dass 80% bestimmt dasselbe Problem irgendwann mal in ihrer Beziehung haben, wenn sie wirklich ehrlich zu sich sind. Einige sagen, ja, bei uns gibt es das nicht, obwohl es da genauso ist. Also von daher brauchst du erstmal keinen Kopf zu machen. Das ist ganz normal eigentlich. Früher war es einfach so, du hast deine Freundin bloß alle paar Tage gesehen, beziehungsweise halt nur am Wochenende warst dann mit ihr feiern und ja, dann habt ihr halt tolle Sachen im Bett und so weiter gemacht. Da hattet ihr noch so ein Kribbeln im Bauch. Jetzt ist es halt so, ihr wohnt mit eurer Freundin zusammen, schlaft jeden Tag nebeneinander ein, wacht auf, da ist das was ganz anderes. Und oftmals macht man dann einfach auch bloß Sex, in Anführungszeichen, weil ihr halt denkt, ihr müsst und so weiter und so fort. Das ist aber vollkommen Quatsch. Wir haben das auch mal so gemacht, also ich zumindest, weil, ja, wollte das halt irgendwie auch so. Und irgendwann habe ich dann einfach mir, ja, mal in die Eier gegriffen und habe mit meiner Freundin darüber geredet. Und wir haben dann eigentlich einen ziemlich coolen Kompromiss gefunden. Was heißt Kompromiss? Wir haben es einfach anders gemacht als früher. Zum Beispiel, früher war ja so standardmäßig, sag ich mal, irgendwo im Bett oder so. Und wir haben uns einfach gedacht, komm, das Ganze musst du halt wieder aufpeppen, um das Ganze wieder zu beleben, das Prickeln, was du halt von früher hattest, wo du halt deine Freundin nicht jeden Tag gesehen hast, das muss doch auch irgendwo anders wieder herkommen. Und das ist wirklich so. Ihr müsst einfach mal irgendwie den Ort wechseln, zum Beispiel, ja, in der Badewanne, in der Dusche, auf der Waschmaschine, in der Küche, auf der Couch. Ja, irgendwo halt. Hauptsache mal woanders, weil dann habt ihr auch wieder dieses Kribbeln im Bauch. Vielleicht auch an irgendwelchen Stellen, wo ihr vielleicht erwischt werden könntet oder so. Das ist auch immer richtig nice. Ja, ansonsten probiert vielleicht auch mal was anderes aus. Vielleicht, sag ich mal, andere Vorspiele, andere Stellungen und so weiter und so fort. Das klingt zwar jetzt irgendwie banal und relativ easy und viele werden es vielleicht auch denken, ja Blacky, was laberst du denn da? Du willst mir mal erzählen, dass das bei euch genauso gewesen ist oder du das gemacht hast. Bei uns war es aber wirklich so und ja, wir haben dadurch eigentlich alles wieder zurückgewonnen und es macht genau noch so viel Spaß wie früher, wo du vielleicht irgendwie, ja, einfach mal irgendwie irgendjemanden heimgenommen hast oder deine Freundin, die du bloß am Wochenende gesehen hast. Also ihr müsst euch dann halt bloß ein bisschen umstellen beziehungsweise andere Sachen ausprobieren, andere Orte und so weiter und dann kommt es von ganz alleine wieder. Ihr solltet vielleicht auch nicht jeden Tag machen, dass es trotzdem irgendwie was Besonderes bleibt. Aber ansonsten kann ich euch schwören, dass es auf jeden Fall wieder Spaß machen wird. Dass es definitiv nur eine gewisse Zeit ist, wo ihr das Problem habt. Ihr findet dann auf jeden Fall eine Möglichkeit, um das Ganze, sag ich mal, wieder auszugleichen. Und ja, das ist auch eigentlich so das Größte, was ich dazu sagen kann. Ihr müsst halt für euch selber herausfinden, was ihr halt anders machen könnt, um dieses Prickeln im Bauch wieder zu bekommen. Und ja, damit denke ich, ist das Thema auch relativ gut abgeschlossen. Also wie gesagt, macht euch keinen Kopf, geht wahrscheinlich vielen Leuten so, egal ob Jungs oder Mädchen, Frauen oder Männer. Macht euch einfach mal Gedanken, setzt euch mit eurer Freundin zusammen, quatscht einfach mal darüber und ihr werdet sehen, dass ihr definitiv eine Lösung finden wird. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall den Daumen nach oben, wie ihr am Anfang des Videos schon erwähnt habt. Und ja, damit möchte sich Dr. Blacky auf jeden Fall verabschieden. Bleibt geschmeidig, lockerflockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Imus.